Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Drachenaufstieg von Berg hier am Dienstag. So, ihr Lieben, ja, also PC-Komponenten sind heute schon mal wieder angekommen. Eine neue Festplatte und eine neue Grafikkarte habe ich mir bei der Gelegenheit auch direkt geholt. Da meine Grafikkarte auch immer mal wieder den ein oder anderen Fehler produziert und ich ehrlich gesagt jetzt nicht das Risiko eingehen möchte, dass ich jetzt demnächst schon wieder alles von vorne machen darf. Aber ein Problem kommt selten allein, denn jetzt geht auf einmal mein PC gar nicht mehr an. Ja, sehr schön. Das Problem ist, es kann alles sein, es kann das Netzteil sein, es kann ein Kabel sein, es kann das Mainboard sein, es kann die CPU sein, es kann der Arbeitsspeicher sein, es kann wirklich alles sein. Ich bin jetzt momentan da irgendwie am Rumexperimentieren und am Rumtesten, an was es liegen kann. Oh, nein. Also es ist wirklich ein Unglück kommt selten allein. Also es ist schon wirklich was dran an diesem Sprichwort. Kennt ihr das auch? Ist es euch auch schon mal so gegangen, dass wirklich alles auf einmal kommt, wenn es euch überhaupt gar nicht passt? Yay! Level 19, Level 20. Level 21er Glutkessel. Wie viel sammelt der Gute jetzt? Nicht viel, finde ich. Also es ist, ja, nicht so toll. Naja, was will man machen? Augen zu und durch. Einfach die Flucht nach vorne. Das ist sowieso das Einzige, was bleibt. Ich meine, was will ich denn groß anderes machen? Mir bleibt ja nichts anderes übrig. So. Unser Taifunrang ist jetzt auch Level 16. Der braucht schon ein bisschen mehr zum Leveln, aber das können wir uns jetzt gerade leisten. Den haben wir jetzt auf Level 18 hoch. Der sammelt auf jeden Fall gar nicht so schlecht viel Holz. Aber gucken wir mal, ob ohne Zahn und Hicks uns was mitgebracht haben. Und zu 31.000 Holz. Das ist doch supi, weil jetzt, ihr Lieben, können wir nämlich die letzte Wikingerkarte bauen. Plus, zack, bumm und bitte da hinsetzen. Prima, jetzt haben wir zwar wieder kaum noch Holz, aber wir erhöhen unsere Wikinger auf Maximum. Das ist auch schon mal viel wert und dann können wir als nächstes gucken, dass wir hier das Ding erhöhen. Das ist da 570.000. Eieiei. Was sind doch für Äppeln. Okay, hier wir brauchen auch noch ein bisschen Fisch, bis wir das vergrößern können. Das dauert auch noch ein kleines bisschen. Aber es wird. Auf kurz oder lang wird's. So, gucken wir mal, dass wir heute Flotte 49 schaffen. Ihr habt mir den Tipp gegeben, komm von oben, denn dann hast du genug Energie, den Rest platt zu machen. Macht Sinn, deswegen nehmen wir jetzt dieses Mal hier oben die Schiffe noch mit. Ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht kriege ich es ja auf die Art und Weise hin. Wenn ich es nicht hinkriege, dann ist es auf jeden Fall mein eigener Fehler. Und ich habe außersehen ihn hier mitgenommen, anstatt den Hakadu. Und upsala, das finde ich irgendwie gerade nicht so toll. Das finde ich gar nicht so prickelnd, denn der Gut ist jetzt eh schon fast platt. So, und das war's mit dem Wolkenschneider. Naja, können wir jetzt nichts dran machen. So, hier haben wir jetzt wie geplant alle Schiffe weg und wir haben 42 Energie. Das nächste größere ist weg. Jetzt kriegen wir aber hier ein Problem, denn oder nee, doch nicht. Wir kriegen doch kein Problem. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben zwar nur noch ohne Zahn übrig und unser Schlüssel ist verloren gegangen. Aber wir schaffen es jetzt auf jeden Fall, hier das Schiff noch wegzuballern. Knapp, aber wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank für den tollen Tipp. Es hat 1A geholfen. Alles supi. Mühsam einhält sich das Hörnchen ohne Zahn. Macht eigentlich recht gut Schaden. Aber man sieht hier dran erstmal, wie viel Leben so ein Schiff doch hat. So, einmal dürft ihr jetzt noch aushalten. Nochmal. Jetzt ist es aber platt. Na bitte. Yay! Sieg! Sieg, 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 Sieg. Babam, babam, babam. Und zwei Schlüssel konnten wir ergattern. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Die Schuppe des Nachtschattens. Sie ist unser. Scheint so, als wären meine Männer doch keine komplett stümperhaften Idioten. Ja, wir wissen ja, dass es eine Fälschung war. 9 Runen und 10 Runen. 19 Runen haben wir hier rausgezogen. Das ist doch mal ganz nett.
Das war richtig knapp, Hicks. Sei froh, dass ohne Zahn und du aus dieser Sache nur mit einer verlorenen Drachenschuppe rausgegangen seid. Das war doch der Plan, oder? Ohne Zahn und ich mussten überzeugend wirken. Denkst du, Alvin ist drauf reingefallen, Kumpel? Rah! Ich kann immer noch nicht ohne Zahn nachmachen. Ich kann es einfach nicht, aber ohne Zahn kann eigentlich auch keiner nachmachen. Ich meine, ohne Zahn ist einfach ohne Zahn. Und der ist ja süß. Ich mag ohne Zahn, er ist so knuffig. Nimm. So, zack. Einmal eingesammelt. Und, ja gut, ich würde mal sagen, wir schicken jetzt ohne Zahn noch suchen. Was haben wir denn hier? Haben wir noch gerade irgendwas Besonderes? Nee, ne? Schmelzen der Flügel. Für 69 Tage. Ach so, der ist so... Zum Sammeln ist aber trotzdem recht lang eigentlich. Haben wir irgendwas Interessantes noch? Donnertrommler, den wollten wir immer mal noch haben. Den lassen wir mal wieder hier suchen. Und damit, ihr Lieben, würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute hier von euch. Und bastel ein bisschen weiter an meinem PC. Gucke, was ich hier noch rausholen kann. Ach ja. Und ich hoffe, dass ich bald wieder ganz normal hier die Folgen mache. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Und wir sehen uns am Donnerstag zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.